Hallo. Guten Abend, ich bin wieder live heute Abend. Und ja, wir haben wieder nach einer Weile Ruhe und Stille haben wir wieder eine neue Sendung. Und na, ich freue mich, dass noch ein paar Zuschauer dabei sind, obwohl wir eine Weile draußen sind. Ich weiß gar nicht, wie lange das her war. Ich gucke mal auf die Seite. Die letzte Sendung war 26. Februar. Wir sind jetzt schon im April. Und ja, vorübergehend ist das erstmal heute Abend die letzte Mal bei JTV. Und es bedeutet nicht, dass ich nie wieder bei JTV sendet. Aber erstmal mache ich eine Pause. Es ist auch viel Videomaterial auf der Webseite dannyvermeeren.de anwesend. Und da können alle Leute, die können da, wenn du Interesse hast, kannst du immer da gucken. Schreib mal auf. So. Da sind alle Videos anzugucken. Auf diesem Moment ist alles ein bisschen technisch in Umbau. Das bedeutet auch, dass es sein kann, dass bestimmte Videos erstmal vorübergehend nicht anzugucken sind. Und dann kannst du nochmal zurückkommen auf die Webseite, weil ich hole die Videos weg bei YouTube und lade ich auf eine andere Plattform. Das ist einfach zu verwalten und so weiter. Und das dauert einfach eine Weile, bevor das da alles hochgeladen ist. So, ich denke, dass das den Monat April noch dauert, bevor das alles erledigt ist. Aber da sind wieder alle Videos, komplett alles online auf der Danny.vermeerde-Webseite oder der Pures Bewusstsein-Webseite. Und dann kannst du immer da noch gucken. Ja, hallo, ich freue mich auch, dass du da wieder dabei bist. Und die andere auch. Was hast du gesucht? Was konntest du nicht finden? Oh, meine HP. Ja, er war noch da. Die Videos sind nicht mehr in YouTube, das stimmt. Die bin ich alle, wie gesagt, am Umbauen. Das ist Vimeo, heißt das. Schreib das mal auf. Da bin ich alle Videos per uploaden. Und die sind dann zu erreichen über diese Webseite. Und ich habe heute Abend habe ich diese Seite nochmal freigeschaltet. Morgen würde ich ihm wieder so schalten, so wie das war. Nee, ich bin nicht tot. Alles ist noch da. Nur einmal kurz anmelden, kostet nichts. Ist nur, um dafür zu sorgen, dass Leute die Sache auch angucken, die da richtig Interesse davor haben, die richtig gerne da etwas mit tun möchten und dass da in diesem Sinn weniger Wirbel rundumhin entsteht, weil das hat mich für mich selber einfach sehr viel Energie gekostet, um das auseinanderzuholen. Also das ist der Grund, warum ich das mache. Und was Sabine auch schreibt, das ist nicht, dass du da dann auf einmal ein Abo am Haus hast, wenn du dich da anmeldest oder was auch. Das ist nur, um dafür zu sorgen, dass Leute, die richtig Interesse daran haben, ja, dass die das angucken können. Und die Leute, die da so mal ja, Wirbel da rundumhin machen. Ja, diese Energie kann ich mir echt sparen und deswegen habe ich diese Entscheidung getroffen. Das ist auch der Grund, weshalb ich erstmal vorübergehend erst bei JTV nicht sende. Wie gesagt, ich weiß nicht, vielleicht, dass er später nochmal wieder in Sendungen oder mehrere kommen. Ich habe keine Ahnung. Sabine Niegewöhner ist diejenige, die für mich Seminare, Vorträgeabende, Fernsehsendungen, Interviews und so weiter, alles organisiert. Also sie wird das komplett übernehmen. Sie ist auch zu erreichen über die Webseite.
So, alles läuft weiter, nur ich selber organisiere darin nichts mehr und ich würde es auch nicht weiter draus bringen. So, wenn es für euch wichtig ist und interessant, dass du sagst, ich möchte gerne da etwas mit mehr mit tun, nimm dann Kontakt auf mit Sabine. Dann geht es weiter, nur ich selber würde es nicht mehr weiter organisieren. Ja, hallo, du kannst Sabine auch anrufen. Ja, du kannst. Ups, mein Screensaver geht ein. Muss ich mal wieder. Ja, so, Sabine, die hat jetzt ihre E-Mail-Adresse in den Chat geschrieben. Hallo, für dich ist es meist einfacher, wenn die Website nicht mehr offen ist, so wie jetzt, dass du dich kürzt anmeldest, registriert, dann kannst du E-Mails zu Sabine schicken, du kannst in Kontakt treten mit mich. Ich würde auch meine Telefonnummer nicht so rausgeben, das geht nur nach diesem persönlichen Kontakt. Und du bemerkst, ich bin mir ein bisschen am Abgrenzen, weil es mir einfach wirklich als Mensch, Danny, einfach zu viel geworden ist. Da kam zu viel auf mich zu, Sache, die ich aussortieren müsste. Und das bringt mich weg von der Kern von dieser Arbeit. Und der Kern von dieser Arbeit ist Menschen, die da, ja, die das möchte, zu helfen, wieder ihre ja, wirkliche Basis zu erinnern, zu erkennen, zu integrieren in Alltagsleben. Und alle anderen Sachen bringt mich im Grunde immer wieder davon weg. So deswegen grenze ich das auf diese Art und Weise ein bisschen ein. Genau, das ist, was Sabine auch schreibt. Das ist der Grund, warum ich das mache. Danke, Hajo. Na, hallo, was du sagst, dass Leute schnell müde werden und für Energie, die einem nicht gut tut. Ja, du kannst sagen, nicht gut tun oder gut tun. Ja, was ist das? Ich bemerke von mir selber, wenn ich gucke nach meinem Alltagsleben, ja, dann bin ich voll involviert. Ich habe es öfter erwähnt in unserem Laden, in unserem Webshop, in meinem normalen Alltagsleben mit Frauen und Kindern. Und das ist, wo ich als Mensch Danny komplett in lebe. Und gleichzeitig ist diese quasi Arbeit am Laufen. Und um diese Arbeit in Klarheit, in Purheit machen zu können, ist es wichtig, dass ich aus aller Organisation mögliche Ego-Verstrickungen, die da entstehen können, daraus bleibe. Und deswegen habe ich diesen Schritt gemacht. Und dieser Schritt ist im Grunde ein logisches zweiter Schritt auf das, was in 2010 passiert ist, weil da waren auf einmal ganz viele Wochenende, viele Seminare, und da fängt das an, ja, großen Umfang zu bekommen. Und da habe ich den ersten Schritt getan, mich auf die da rauszuholen und sagen, nein, ich mache es nicht weiter. Dann hat Sabine ist aufgestanden und hat gesagt, nein, das muss weiter. Und so sind auch die JTV-Sendungen angefangen. Ja, und am Wochenende und so weiter. Wir haben am Wochenende in Freiburg gehabt. Verena organisiert wieder am Wochenende. Wir haben am Wochenende noch hier in Paderborn-Umfeld, bei Bielefeld, bei Lotus Forum, ist alles auf der Webseite zu sehen. Ich habe noch einen Vortrag in Dortmund. So, es geht weiter. Nur ich, Danny, würde es nicht weiter organisieren. Und deswegen ist Sabine der Ansprechperson, um das
mit sie zu organisieren. Wenn da dann ja, Ideen sind, um etwas zu tun, kannst du das mit Sabine besprechen. Und ich würde dann mit Sabine ein Datum vereinbaren mit der Person, die das macht. Und natürlich bin ich noch erreichbar. Es ist nicht so, dass ich gar nicht mehr erreichbar bin. Nur ich sorge dafür, dass es klar bleibt und sehr pur. Und das ist der Grund, warum ich das mache. Hallo, stellt jetzt die Frage. Danny, glaubst du daran, dass dieses Gerede von 2012 neue Energie? Oder ist das mehr Ego? Ist es wie es ist? Ich glaube nicht daran, in diesem Sinn. Ich glaube überhaupt nicht an den Weltuntergang. Wie das dann auch, das verändert sich auch. Mittlerweile redet man nicht mehr von, der Welt geht unter und alles wird zerstört und wird etwas Neues aufgebaut. Mittlerweile ist die neue These, das ist, dass da neue Energie kommt und so weiter. Wenn ich gucke, was passiert, jetzt wegen 2012, Maya-Kalender und alles, was da rundumhin dreht, wenn wir anschauen, was in der Welt damit passiert, ist, dass Leute sich mehr bewusst werden. Und ob wir das dann jetzt neue Energie oder neuen Anfang nennen müssen, ja, ich erfahre es selber nicht so. Ich erfahre es mehr, dass wir uns wieder bewusst werden von das, was wir sind. Und diese Energie ist nicht neu, es ist nur vergessen. Und wenn diese Energie, die vergessen war, wieder an der Oberfläche kommt, ist es erstmal neu. In dem Sinn, weil das, was vergessen ist und wieder da ist, denke ich, oh, das ist toll, das ist neu. Ja, aber letztendlich ist es gar nicht neu, es ist nur vergessen. Und das, was in der Vergangenheit da war, irgendwie, ja, kommt wieder zurück in unsere Erinnerung. Und das ist, was in meinen Augen passiert. So, ich glaube nicht an Weltuntergang, ich glaube nicht an neue Energie, Neuanfang und so weiter. Ich, für mich selber, was ich sehe, ist, dass Leute anfangen zu erinnern, an das, was die auch sind. Und das ist nicht nur die Verkrampfung des menschlichen Ego, eine Struktur, das ist auch das Tiefere, was da ist, dass wir wahrnehmen können, dass das Ego in Verkrampfung ist. Und entweder eine positive oder eine negative Verkrampfung. Und das ist, was ich wahrnehme, was rund um uns hin passiert. Ich sehe es bei meinen Kindern. Mein Kind, ich habe vier Kinder in einem Alter von 8 bis 25 Jahren. Und wenn ich die vier anschaue, was davor wisse, eine Erinnerung an dieses pure Bewusstsein schon aktiv ist, das ist schon hammermäßig. Und das ist nicht nur alleine bei meinen Kindern, ich sehe es auch bei vielen anderen Kindern.
Und es sind auch viele Kinder, die das noch nicht haben. Ja, aber wenn wir das vergleichen mit Jugendlichen oder jungen Menschen, junge Erwachsene, in meinen Zeitperiode, dass ich junge Erwachsene war, das ist schon ein Unterschied. So in diesem Sinn, was ich wahrnehme, ist, dass die Welt anfängt zu erinnern, das, was die sind. Und das bringt eine wahnsinnige Menge an Unruhe mit, an Unsicherheit. Und wenn das System, das menschliche System, unruhig wird, unsicher wird, dann fängt es an zu kämpfen. Und das ist, was ich wahrnehme. Genau, die Unruhe, das menschliche Sein, ich habe es öfter erwähnt in den Videos bei JTV, auf den Moment, dass das menschliche Sein es nicht einordnen kann, ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist, es unsicher wird, von ist das jetzt gut oder nicht, dann ist eine natürliche Reaktion, vor sich zu sein, und das vor sich wird aktiviert durch ein Gefühl von Angst. Wir sind aber nicht Angst. Das ist nur mein Körper, mein Instinkt, wie reagiert auf eine Unsicherheit. Und nicht genau wissen, das, was auf uns zukommt, ob das jetzt gefährlich ist für uns oder nicht gefährlich ist. Und dadurch entsteht ein Gefühl von Angst. Und Angst macht wieder, dass Leute anfangen zu kämpfen. Das macht, dass Leute sich lähmen, nichts mehr verharren, verstarren, dass die nichts mehr machen. Ja, das sind die normalen Effekte von Angst. Und wenn Leute aus Angst heraus anfangen zu kämpfen, ja, das sehen wir rund um uns hin. So selber sehe ich diese ganze Kuddelmuddel, die in der Welt jetzt am Laufen ist, sehr ruhig an und bin da sehr zuverlässig, dass nach einer Weile, und ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert, vielleicht noch ein paar Generationen, vielleicht 2 Jahre, vielleicht 3 Tage, ich weiß es nicht. Aber dass da ein bestimmter Moment ist, dass das wieder in Bilanz kommt, diese neue Erinnerung. Und ja, dann kommt da ein anderes Leben, kann dann zustande kommen. Und das, was da läuft auf Weltebene, das ist, was passiert, wenn Leute bei sich selber anfangen, das pure Bewusstsein wieder zu erinnern. Ja, dass wir anfangen zu erinnern, dass wir nicht nur alleine der Mensch sind, in die Ego-Struktur, aber dass wir auch anfangen zu erinnern, dass wir auch anfangen zu erinnern, dass diese Verbindung, dass wir dieses Universum sind, aber wirklich buchstäblich, dass es kein Konzept mehr ist, aus einem Buch gelesen, wo wir denken, ach ja, toll, dass wir das auch mal waren, aber dass die Erinnerung wieder aktiv wird. Und auf dem Moment, dass die Erinnerung aktiv geworden ist, reagiert das menschliche Sein mit Verwirrung. Und das geht ebenenweise. Die Erinnerung ist da, dann ist eine bestimmte Ebene von der Ego, wird quasi abgelegt. Die ist nicht ganz weg, aber die wird durchschaut. Und auf dem Moment von das Durchschauen von dieser Ebene ist auf dieser Ebene auch eine bestimmte Verwirrung, Angst kann dann entstehen, anwesend. Das dauert eine Weile und dann kommt wieder Stabilität. Und dann wird die nächste Ebene von das Ego abgelegt oder durchschaut. Und dann fängt wieder Verwirrung an. Und so werden wir immer weniger unser eigenes Ego. Das Ich-Danny-Gefühl ist nicht mehr da. Danny tut und macht eine Menge. Ich bin es aber nicht mehr. Das, was ich in Mühlberg letztes Jahr gesagt habe, dieser Satz, dieser spontan rausgerutscht war, das ist eine sehr tiefe Wahrheit im Grunde. Und in diese Weg dahin werde bestimmte Ebenen von der Ego-Struktur werde langsam an durchschaut, und bei jeder Durchschauung von einem Lager der Ego-Struktur entsteht oft Verwirrung. Und die Verwirrung, die hat bestimmte Effekte. Und mehr ist da nicht los. Und das sehen wir auf Weltebene, sehen wir das Gleiche auch ablaufen. So deswegen kann ich sehr zuverlässig und voll Liebe zugucken, was da alles los ist. Und ich bin da sehr ja, voll Vertrauen.
Und vertraue, was du auch sagst, vertraue und annehme, was ist. Wenn wir wirklich anfangen anzunehmen, das, was da ist, sind wir auch in der Lage, um das zu leben, das, was da ist. Wir haben dann keine Ablehnung mehr von das, was da ist. Und wenn das dann bedeutet, dass wir dann vollständig leben, das, was da ist, kann es auch sein, dass es zum Beispiel sehr anstrengend für deinen Körper ist, dass du da sehr müde von wirst oder dass das sehr ruhiges Leben wird und dass da viel Energie in deinem Körper durch entsteht. Da ist keine Ablehnung mehr von, dass das da ist. Die Konzepte, dass wenn wir annehmen, das was da ist, und das bedeutet zum Beispiel, was bei mich jetzt läuft, eine wahnsinnige Menge an Arbeit. Dadurch ist mein Körper einfach müde. Ja, und das anzunehmen bedeutet, vollständig das auch leben zu dürfen. Da sind keine Grenzen mehr. Und für mich war das zum Beispiel, ich glaube, vor Woche bin ich dann ein Wochenende nach Holland gewesen. Da habe ich einen Retreat von 4 Tagen gemacht, in einer Art von Kloster. Ein Retreat habe ich gemacht, einfach um aufzutanken. Weil das ist, was in meinem Leben jetzt los ist. Und da ist kein Nein mehr zu das, was da ist. Und das setzt frei. Und auch zum Beispiel, genau, das stimmt, machst du intuitiv richtig. Und das ist genau, worum es geht. Intuitiv, mein Körper, mein Instinkt ist so weise, unser Instinkt ist so weise, der weiß genau, was zu tun ist. Nur wir meinen oft, dass das, was wir dann tun, dass wir das nicht tun sollen. Und fange das an zu bewegen in eine andere Richtung. Und das ist, ja, das ist wie in Holland, wenn ein Deich da, das Meer dahinter ist, und ein Deich ist durchgebrochen, da kann ich da versuchen, mit Plastiktüte das Wasser wegzuhalten, aber das funktioniert nicht. Ich kann das Wasser nicht zurückdringen. Es bricht da durch und es fließt weiter. Ob ich das jetzt möchte, ja oder nein. Und so kannst du das Instinkt, der Kraft der Instinkt, kannst du so auch sehen. Ja, die Intuitivität aus tiefer Ebene wissen wir ganz oft genau, was zu tun ist. Nur wir trauen es nicht. Wir trauen uns selber nicht zu, das zu tun. Und wir versuchen mit aller Macht immer mehr Plastiktüte zu sammeln, um dieses Loch im Deich zu stopfen. Und wenn wir dann irgendwo gedacht haben, oh, jetzt hat es geklappt, kommt da wieder ein Sturm und die pustet wieder alle Plastiktüte aus das Loch und strömt das Wasser wieder durch. Es lässt sich nicht zurückbremsen. So auf den Moment, dass wir in diese Bewegung mitfließen, so stell dir jetzt vor, das Wasser fließt durch die Deiche, das bricht sich auf, und ich statt von da zu kämpfen, schwimme ich nach oben, ich schwimme mit. Was passiert dann? Ich komme total irgendwo anders weg aus. Wenn ich da versuche zu stehen und zu kämpfen, dann werde ich ertrinken, weil ich stehe dann da, ich versuche das Wasser entgegenzukommen, ich werde überrollt, ich verschwinde unter das Wasser, und ich gehe richtig buchstäblich unter. Und diese Metapher, die jetzt auf einmal spontan hochkommt, beschreibt im Grunde das Gleiche, was das Instinkt. Du kannst deinen Instinkt vergleichen mit das Meer. Und das hat eine wahnsinnige Kraft, und die können wir mit unserem Verstand nicht bändigen. Und wenn wir das versuchen, fängt das leider an. Und das ist, was wir rund um uns hin sehen. Ja, das Ego bei mich ist nicht geschmolzen. Ich habe noch immer ein Ego. Danny ist da. Ja, so mein Ego denkt auch noch.
Ja, mein Ego denkt auch, oh toll, der Webshop läuft gut und der Laden läuft gut und oh toll, das Wetter wird schön und wir können bald wieder raus. Das ist alles da, da geht nichts weg. Das einzige Unterschied, was da ist, ist, dass wir quasi mit das Meer mitschwimmen. Wir sind am Mitschwimmen, was das Ego denkt, was das Instinkt uns versucht, was er meint, was wir tun müssen. Und wir schwimmen da nicht mehr entgegen, wir versuchen das nicht mehr wegzudrücken. Wir sind nicht mehr der Kampf gegen das Wasser, wir schwimmen einfach mit. So, das Ego ist noch da, nur ich bin nicht mehr das Ego. Das Ego bleibt da. Das wirst du bemerken, das Ego wird nie verschwinden. Es geht eines Tages weg. Dieser Moment, da ist das Ego nicht mehr da. Und das ist der Moment, wobei unser Körper aufhört zu existieren, wenn wir sterben. Dann lasst diese Maschinerie hier oben, funktioniert nicht mehr, die Synapse funktioniert nicht mehr, da wird nichts mehr organisiert mit Neuropfaden, die eingeprägt sind und so weiter. Das kommt alles zustande, und das Ich, Ego, verschwindet auf diesem Moment, dass der Körper stirbt. Und auf dem Moment, dass wir uns bewusst sind von das Ego und mitschwimmen mit diesem, dann können wir das genau das machen lassen, was er meint, was er tun muss. Ich bin aber nicht mehr in der Verkrampfung. So, das Ego bleibt da. Ja, das ist ein anderer, du kannst sagen, eine große Kraft hat übernommen. Das stimmt. Und das ist das Meer, das ist im Grunde. Die Metapher stimmt schon. Weil das Meer, der Ozean, die da durchfließt, durch das Loch, der hat eine gewaltige Kraft, eine unendliche Kraft. Ja, wir versuchen das nach links und rechts zu bändigen und weiter nach unten, sodass der die Hause nicht zerschlägt. Aber wir können der Kraft von der Ozean, die da durchfließt, können wir nicht bändigen. Aber gleichzeitig ist es so, dass jeder einzelne Tropfe, die in diese Fluss, die durch den Deich kommt, sich überhaupt nicht bewusst ist von dieser unendlichen Kraft, die diese unendliche Zahl von Tropfen zusammen hat. Und das ist das Komische in die ganze Geschichte. Das Ich-Ego Danny ist sich nicht bewusst von der unendlichen Kraft, die da fließt, aber lässt sich immerhin fließen. Ja, das ist das, ja, für das menschliche Verstand ein sehr schwieriges Konzept zu verstehen. Und das ist auch so, zum Beispiel in meinen Vorträgen oder meinen Abende oder der Wochenende, in den Seminartagen. Da bin ich seit 2010 immer weiter weggegangen von bestimmten Seminarstrukturen, bestimmte Techniken anzuwenden, bestimmte Sachen zu erklären. Das wird immer weniger, es wird immer weniger. Und letztendlich passiert da jetzt in den Abenden augenscheinlich nicht so viel mehr. Das heißt, ich mache da wenig Theatershow mehr draus. Ich hatte in Anfang hatte mein Stereoanlage dabei, nehme ich nicht mehr mit. In Anfang war ich noch am Erzählen, wie ich dazu gekommen war und so weiter. Das war 2010. Passiert nicht mehr. Was jetzt passiert, ist, dass die Leute kommen zusammen. Ja, wir sind da zusammen. Ich bin da in diesem Nichtraum anwesend. Und auf dem Moment, dass einer sich traut, um sich gegenüber mich zu setzen oder alleine in diesem Raum dabei zu sein, wird die Erinnerung an deinen eigenen Nichtraum wieder aktiviert. Das ist das Einzige, was da passiert. Und dadurch werden sehr viele Sachen klar. Auf einmal fangen in Ego-Systeme, die da anwesend sind, fangen an, Strukturen gesehen zu werden, die in sich selber ablaufen. Auf einmal siehst du in dich, was der Ego-Struktur Hallo alle tut und macht in Verkrampfung. Und bist du gleich da draus. Und vor dass mein Ego Danny so weit war, dass er das Vertrauen bekommen hat, um immer weniger zu tun, so immer weniger Plastiktüte zu benutzen, und immer mehr in diesen Fluss das geschehen zu lassen, das ist der Punkt,
wo wir seit Anfang dieses Jahres gelandet sind, wobei ich nichts mehr tue. Und aus diesem Raum heraus kommt diese Kraft von der Ozean, fließt da durch. Aber die einzelne Tropfe, ich, Danny, hat diese unendliche Kraft nicht. Das fließt durch, aber ich erfahre das aber nicht so. Ja, genau. Das Verstand möchte das begreifen. Und es geht nicht, es geht bis in bestimmte Höhe schon. Weil, wenn das Verstand es nicht versteht, wird er das Tor geschlossen halten. Ja, so eine bestimmte Erklärung ist notwendig. Aber wie erklären wir das? Darauf kommt es an. So, deswegen ist es, siehst du auch, dass es viele Leute sind, die auch mitfließen in diese Ozean, mit der Bewegung, die da ist. Aber jeder hat eine andere Farbe. Jeder Tropfen in das Ozean hat eine andere Farbe, hat eine andere Art und Weise, um das zu präsentieren. Und dann kommt es nicht gerade darauf an, ob du dann irgendwo einen Tropfen findest, die das auf eine Art und Weise kommuniziert, sodass du dich selber daran erinnern kannst, dass du das auch bist. Und manchmal ist es mit Worten, manchmal ist es mit Musik, manchmal ist es mit Worten das erfahren oder nur erfahren. Das hängt, ja, das sind zufällige Umstände. Genau, ich schaue immer mehr zu. Da ist immer weniger Bewegung, um etwas zu tun. So wie heute Abend. Ich meine, ich bin jetzt am Reden und ich hatte kein Konzept für heute Abend. Ich wusste nicht, wie viele Leute kommen, gucke, wie viele Leute sich beteiligen. Das ist konzeptlos, gedankenlos im Grunde und ich lasse es einfach passieren. Und das kennen Menschen auch. Das ist nicht nur alleine, dass ich das habe. Du siehst es mit Künstlern zum Beispiel. Wenn ihr total in ihre Musik aufgehen, ich denke zum Beispiel jetzt auf einmal an Paco Peña, ein weltberühmter oder ist nicht so bekannt, aber ein Meister in Flamenco, spanische Gitarre. Ich habe ihn ein paar Mal live gesehen. Das ist Wahnsinn, um den Mann zu sehen. Der sitzt da mit seiner Gitarre und der ist nicht mehr da. Der ist die Gitarre. Das fließt durch ihn hin. Dieser Fluss, diese Energie, die fließt da durch. Und wenn du guckst, was er da macht mit dieser Gitarre, das ist der Hammer. Ja, das ist Wahnsinn. Und das siehst du mit Künstlern, du siehst es mit Leuten, die irgendwo eine Vision haben, die diese Fluss folgen und auf einmal Sachen aufbauen, so wie Steve Jobs, dass er gesagt hat, ja, das schönste Geschenk, was ich von Gott bekommen habe, ist die Aussage, was ein Arzt gesagt hat, sie habe Krebs und es ist nicht mehr heilbar. Auf diesen Moment war das Loch im Deich da und konnte die Ozean dadurch strömen und guck, was er erschaffen hat. Das ist der Hammer. Ja? Aber er selber, als Mensch alleine, war sich nicht bewusst von dieser wahnsinnigen Energie, die dann durch ihn fließt. Paco Peña, die da am Spielen ist, ist sich nicht bewusst von dieser wahnsinnigen Energie, die dann durch ihn fließt. Oder wenn ich gucke nach meiner Frau und ihrer Schwester, die sind sich nicht bewusst von der Energie, die durch euch, die den beiden fließt, und dann hier diese super Firma entstehen hat. Dieser Fluss, die danach fließt, sind wir uns nicht von bewusst, weil wir sind ein Teil von dieser Energie. So, wir nehmen das nicht mehr in diesem wahr. So, in diesem ist nichts Besonderes. Und wir bekommen auch immer mal wieder Hinweise auf den Moment, dass wir gefangen sind in der Ich-Identifikation. Dass in dem Moment, dass ich meine, ich bin Danny, ja, oder ich bin Hallo, oder ich bin Sabine, oder ich bin Jutta, auf dem Moment, dass wir in diese Ich-Identität gefangen sind,
ist das Universum noch immer da. Er klopft ständig an unsere Tür. Unauflässig. Jede Minute, jede Sekunde. Alles, was auf uns zukommt, sind immer wieder, sind so viele Signale, da sind so viele Hinweise, um uns wieder helfen zu erinnern an das, was wir sind. Eine Verkrampfung der Ego-Strukturen, die hören oft diese Signale, können es nicht einordnen, das wird gefiltert und kommt total verformt daraus. In eine komplett andere Form, dann was zum Beispiel das Universum gemeint hat. Und dadurch sehen wir auch in der Welt, dass da ganz komische Sachen passierte und passieren. Und wenn wir zum Beispiel nur alleine in das Riesenland Indien gucken, wie viele verschiedene Religionen da sind, aber was für abgefahrene religiöse Zeremonien die da haben. Zum Beispiel Leute, die Haken durch ihr Fleisch in die Lücke machen und sich dann an die Decke nach oben bringen lassen und an ihr Fleisch in diese Haken hängen. Und in einer bestimmten Phase von Zustand von Ekstase, Adrenalin kommt auch ohne Ende. Das sind Rituale, die sind hammermäßig. Oder schamanische Schrittschritte. Du bist da einen Tag rein, ganz heiß, die Körper schaltet ab und da passieren auch ganz viele Sachen. So, wir sehen, dass das menschliche Verstand, das menschliche Ego verformt diese Klarheit sehr schnell und sehr gut. Und hat auch sehr viele gute Gründe davor, weshalb das dann so sein soll. Und diese Klarheit zu behalten, das ist die Herausforderung. Zum Beispiel, wobei ich dann sage, okay, jetzt ziehe ich mich komplett aus die ganze Organisation raus und lass nur noch die Fluss fließen. Und auf dem Moment, dass ich anfange, da mit zu organisieren, ist der Ego Danny immer mal wieder damit involviert. Und vor dass ich weiß, was da passiert, fängt da schon eine kleine Verformung statt. So, wenn ich mich komplett da raushalte, bleibt das sehr klar und sehr pur. Und diese Unklarheit, die existiert, das ist, solange die menschliche Geschichte da ist, ist das immer gewesen. Vor ein paar tausend Jahren war das Gott Wodan, ein Tor, die da durch die Himmel hin raste. Jetzt sind es wieder andere Götter, die irgendwo etwas tun. Und da kommt immer mehr Klarheit, immer mehr Klarheit. Denn Wissenschaft ist ein sehr wichtiges Hilfsmittel mittlerweile. Die arbeitet nicht mehr dagegen. Die Wissenschaft blendet ein mit diesem Wissen. Die Wissenschaft fängt an, immer mehr Beweise zu finden für diese zum Beispiel unendliche Energie. Ich habe öfter gesprochen über die kleinsten Elemente, das Atom. Jetzt sind die dabei mit der String-Theorie. Was ist ein String auf Deutsch? Ja, ein Seil. So wie ein DNA-String. Ja, eine sehr tiefgründige erklärende Theorie, die weitstreckende Folgen hat, wobei die aus dieser Theorie heraus wahrnehmen können, dass da mehrere Universen gleichzeitig da sind, die wir aber nicht wahrnehmen können. Aber mittlerweile kommt die Wissenschaft in die gleiche Ebene. So diese ganze Spinne fängt an, sich zu finden in der wissenschaftlichen Theorie und These, die da sind, die mittlerweile auch immer mehr bewiesen sind. Und das ist eine schöne Zeit, um das mitzuerleben. Und letztes hatte ich auch noch mal so ein Erleben. Das war vor ein paar Wochen. Ich hörte, dass meine Frau war meine Tochter aus der Kinderbibel am Vorlesen. Und das ging über Adam und Eva und in das Paradies. Und ich beantworte die Frage gleich hallo. Also wenn So, das ging über das Paradies und die Geschichte, und was mich auf einmal hellhörig gemacht hat, das war so ein Signal, dass sie vorgelesen hat, dass Gott, nee, dass in das Paradies, da waren zwei
besondere Bäume standen da. Einer Baum war der Baum des unendlichen Lebens. Die Früchte, die da dranhängen, wenn du davon isst, dann wirst du nie sterben. Der andere Baum war der Baum von unendliches Wissen. Und wenn du von diesem Baum die Früchte isst, dann wirst du sterben, hat Gott gesagt. So, was mich hellhörig gemacht hat, ist der Satz: In das Paradies steht ein Baum mit unendliches Wissen. Und ich, Danny, hatte auf einmal auch gedacht, weshalb wird in das Paradies ein Baum stehen mit unendliches Wissen? Weil wenn wir in das Paradies sind, was wir als Mensch vorstellen von das Paradies, ist, dass wir quasi wieder im Himmel sind, wieder die Seele sind, und die Seele hat das unendliches Wissen. So, weshalb ist da dann ein Baum notwendig mit unendliches Wissen? Das hat mir hellhörig gemacht. So, ich habe die Geschichte dann nochmal durchgelesen. Und das Schöne ist von meiner Kinderbibel, dass die ganze Wucht an Wörter, die in der normalen Bibel geschrieben sind, die sind sehr eingeengt, die sind kondensiert. Der Essenz, der Text ist sehr gut rausgeholt oft. Und deswegen ist es auch gut zu verstehen für das Verstand von einem Kind. So, da steht dann auf einmal geschrieben, in Mitte des Gartens steht da, im Paradies steht da ein Baum, das unendliche Wissen. Und wie kann das sein, dass Gott so grausam ist, dass wenn du von diesen Früchten isst, dass du stirbst? Wie geht das? Ist das die unendliche Liebe? Die Bedingungslosigkeit? Ist das diese kein Urteil, ein nicht weg von ein hinzu? Wie kommt das zusammen? So, irgendwo passt das nicht. Und dann fließt er auf einmal durch diese Tor, der Deich, wo das Loch ist, kommt er auf einmal eine ganz andere Sichtweise. Und wenn wir dann zurückgehen nach der ersten Text, die ich in 2010 geschrieben habe, von dieses, das, was da ist, und da ist nichts anders. Dann lassen wir jetzt mal zurückgehen. Ein Schritt zurück. In der aller Anfang, wobei das sichtbare Universum noch nicht anwesend war, war dieses unendliches Wissen anwesend war, wobei diese pure Energie anwesend war, und das Bewusstsein, dass diese Energie eine unendliche Zahl von Erfahrungen machen könnte, aber nicht machte, weil es war nur diese unendliche Energie. Und auch das Wissen, was da, dass auf dem Moment, dass er sich teilen würde in das, was da ist, das, was hier ist, das, was da ist, in der Raum dazwischen, was so gut beschrieben ist im Gespräch mit Gott. Wenn er die Dreieinheit erschafft, aber dann noch immer weiß, alles weiß, da kann er die Erfahrung nicht machen. So, die einzige Art und Weise, um überhaupt Erfahrungen von Leiden oder seelisches, euphorisches Glück sein, zu erfahren, ist zu vergessen, dieses unendliches Wissen, das einzukapseln, wegzubringen. So, wenn wir da gucken, dann ist vor diese pure Energie, das am Anfang da war, was wir Gott nennen zum Beispiel, ich nenne das ab jetzt auch Gott, um das einfacher zu erzählen. Diese Energie, die da war, Gott, die da war, hat sich selber das Paradies erschaffen. Und das Paradies, was er sich erschaffen hat, das war das, wo wir jetzt sind. Der Welt, wo wir jetzt leben. Das Paradies vor ihm von aller Erfahrungen, die er machen kann. Von unendliches Leiden, von unendliche Grausamkeiten bis unendliches Liebe, bis unendliche liebe Taten. Und alles, was dazwischen ist. Das war nicht vorher möglich vor ihm zu erfahren. So, aber irgendwo tief in uns steckte dieses unendliches Wissen. Sehr gut versteckt und eingekapselt. Und das ist der Metapher für den Baum von unendlicher Weisheit. Und was passiert dann, wenn wir so ein Frücht pflücken? So, was passiert, wenn mein Ego anfängt, diese unendliche Weisheit, diese unendliche Wissen zu erinnern? Was dann passiert, ist, dass mein Ego stirbt. Die Verknüpfung mit der Ich-Identifikation, die da ist, stirbt. Und da ist eine Unsicherheit, wo ich so eben von gesprochen habe, ist dann da.
Da sind Kämpfe darum in dieses Paradies, die wir nicht so empfinden, weil wir haben ein Urteil, dass es nicht gut ist. Wir haben ein Urteil, dass das besser ist. So, wir empfinden das Paradies nicht als so. Und auf dem Moment, dass das unendliche Wissen wieder da ist, dann auf einmal wird das klar. Und der Ich, deine Identifikation, stirbt. Und wir werden aus das Paradies geschmissen. Und wir wandern wieder zurück in das, wo wir wegkamen, in die weite Welt. Und dann auf einmal fangen wir wahrzunehmen, was wir tun und was wir machen. Auf einmal können wir wahrnehmen, dass Danny den Sandkasten von einem Webshop hat, zum Beispiel. Ja, oder in Urlaub fahren. Oder was wir auch machen. Das sind bestimmte Bauklötze, die ich benutze, um irgendwo Sachen in mein Leben zu gestalten. Diese Klarheit, durchschaue das komplett. Das ist, was passiert, wenn wir die Früchte vom Baum des Weisen essen. Und dann sind wir aus das Paradies raus. Und in der Geschichte von Adam und Eva entdecke Adam und Eva auf einmal, dass sie nackt sind. So, sie fangen klar wahrzunehmen. Die nehmen auf einmal klar wahr, das, was die sind. Im Gegensatz von vorher, in die Zeitperiode, dass die in das Paradies, vor Gott war das Paradies, lebte, waren die sich nicht bewusst von da, dort, wo die waren. So, die waren sich nicht bewusst von der Tatsache, dass die nackt waren. Sie waren sich nicht bewusst von, dass sie keinen Zugang hatte zu dieser Erinnerung, zu dieses unendliches Wissen. Und auf dem Moment, dass diese Frucht gepflückt geworden ist und gegessen, kam dieses Wissen wieder zurück, und fängt die an, klar wahrzunehmen. Und diese Sehnsucht, die tief in uns versteckt ist, diese Sehnsucht, die bei Adam und Eva, und die Leute, die da gelebt haben im Paradies, die da gelebt haben, da war immer noch diese Flamme anwesend, diese tief in uns anwesende, irgendwo die Sehnsucht nach dieses tiefes Wissen, was wir sind. Und in der Metapher von Adam und Eva ist dieses Verlangen ist ausgebildet durch Eva. Das Verlangen von Eva, das sich nicht davon wegbringe, irgendwo einen Moment zu packen, um diese Frucht zu essen und damit wieder die Tor zu öffnen nach dieses unendliches Wissen. Und damit ist Eva nicht nur alleine später in der normalen Welt die Mutter, die die Kinder und Geburt und neue Kinder auf die Welt bringt, aber sie bringt auch die Geburt wieder zurück nach dieses pures Wissen. So, anstatt von, dass wir im Grunde Eva verurteilen, was tausende Jahre lang passiert, ist sie im Grunde der Glücksbringer, sodass wir wieder die Erinnerung haben. Und dass wir dann das menschliche Leben leben können, inklusive die Erinnerung, die da ist. Und so siehst du, dass durch eine simple Tatsache, die da passiert, dass meine Frau die Kinderbibel an meine Tochter Alicia vorliest, ich auf einmal hellhörig werde in der Metapher von das Paradies in Adam und Eva auf einmal eine ganz andere Bedeutung bekommt. Und die ganze Geschichte damit komplett verändert. Das ist, was das Universum ständig tust. Eine Kinderbibel, die vorgelesen wird durch meine Frau und mein Kind. Und stell dich jetzt auch noch mal vor, was für ein Wahnsinn in unser Universum da einmal passiert ist, um das zu ermöglichen. Das bedeutet, dass vor hunderte Jahre her irgendwo die angefangen sind, um die Bibel zu erfassen. Es ist ein dickes Buch. Dass hunderte Jahre später immer mehr Bedürfnis war an eine einfache Version, dass wir das die Kinder lesen können. Und dass das in 80 oder 100 Jahren lang sich immer einfacher und einfacher, bis diese Geschichte auf einen Punkt in Zeit kam, wobei meine Frau das vorgelesen hat an meine Tochter und ich zufälligerweise da saß auf dem Sofa und das auf einmal hörte und einen anderen Blickwinkel davon bekommen könnte. So wie genau das gleiche wie ein Auto vor die Tür. Was das alles, Parkplatz, immer ein Parkplatz vor die Tür. Was das alles in Bewegung setzt in das Universum, ist für das menschliche Verstand nicht zu fassen.
So, jetzt habe ich die Chat gar nicht mitgeguckt. Ich war einen Moment nicht da. Ja, genau. Ja, wir sind in einem Hamsterrad. Niemand ist bereit, doch wir alle wissen es. Und das ist genau der Punkt, weil wir haben gar kein Bedürfnis, um dieses Hamsterrad zu stoppen. Weil in der Anfangszeit, dass dies alles noch nicht da war, war das Wissen schon da, aber die Erfahrung von der unendlichen Zahl der Manifestationen, die war nicht da. So auf den Moment, dass wir aus diesem Hamsterrad raustreten, und dass wir anfangen wahrzunehmen, laufen wir das Risiko, wieder zurückzugehen in diese Anfangszeit, wo nichts war, nur diese pure Energie. So, und was jetzt passiert, ist, dass immer mehr Leute, die fangen an, dieses pures Wissen zu fühlen. Die werden motiviert durch quasi Eva, den Weg zu suchen nach diesem pure Wissen. Die suchen nach Wörtern, die suchen nach Büchern, die hören Musik. Die machen Sendungen mit bei JTV, Seminare und so weiter. Das ist das Verlangen nach dieses Wissen. Und die Angst ist gleichzeitig auch da, dass wenn das Wissen da ist, dass dieses Hamsterrad nicht mehr funktioniert. Und das Schöne ist, dass das Hamsterrad noch immer weiterläuft und dass wir voll da rein sein können und dass wir es auch wahrnehmen können. Das ist, was immer mehr am Laufen ist. Hallo, du hattest noch eine Frage am Anfang, oder bevor ich diese Geschichte von Adam und Eva erzählte. Was war das nochmal? Okay. So, dass ein Teil mich versteht, intuitiv, und ein Teil will es mit dem Verstand verstehen. In der Tische schwenkst du hin und her. So, was ist für dich der Grund, dass du gerne bei dieser JTV-Sendung dabei bist? Was zieht dich hin, um diese Sendung zu gucken und mitzumachen?
Außer also, dass ich natürlich ein hübscher Mann bin. Aha. Genau. Ja, so, ich höre dich gerne zu. Etwas zieht mich zu. Lausch deine Wörter. Und was du dann weiter schreibst, etwas in mir nimmt wahr, das, was du hast. Vor allem fühle ich, dass du ehrlich bist. Du kannst auch nicht mehr nicht ehrlich sein, muss ich ehrlich sagen. Das geht nicht mehr. Ja, du kannst nur noch deine Wahrheit leben. Da brauchst du aber Mut vor. Das dauert eine Weile. Vor das menschliche Sein, dieser Mut hat, um seine komplette Wahrheit zu leben. Aber was du soeben geschrieben hast, etwas in mir nimmt wahr, das, was du hast. Dreht es mal um. Und jetzt nicht nur alleine als ein Standardsatz von, ja, ein Mensch spiegelt immer und so weiter. Darum geht es nicht. Das, was du in mich wahrnimmst, ist diese Erinnerung. Das, was in dir lebt, wird damit berührt. Das Verstand öffnet noch nicht das Tor. Das Verstand hat noch ein ja, aber irgendwie aktiv. So, wenn wir eine Sendung haben, ich kann mir gut vorstellen, wenn du so jetzt wie jetzt dabei bist, dann hört sich das einmal, da kannst du dich damit quasi einklinken, damit ihn mitbewegen. Wenn die Sendung vorbei ist, ich weiß nicht, wie lange das dauert, aber dann kommt das Verstand irgendwo wieder dazwischen und sagt, na ja, ist noch mal so. Ja, zum Beispiel, da muss ich mich registrieren vor diese Website. Ja, da sagt der Verstand, was passiert da mit meinen Daten und so weiter? Ist das alles sicher? Weil wir hören so viel Geschichte da. Ja, so das Verstand funkt da zwischendurch wieder und fängt dann, dich wegzuholen von das Öffnen der Tor. Und das ist dieses Hin- und Her-Wanken. Und die Sendung an sich sind quasi ein erster Schritt. Die Sendung erinnert dich an deine Erinnerung, wenn du dabei bist. Und nur alleine schon, wenn ich die Webseite heute Morgen, würde ich die Webseite wieder zumachen, musst du dich registrieren. Nur alleine schon diese kleine Hürde, um dich anzumelden, sorgt davor, dass das Tor wieder zugeht. So letztendlich geht es auch darum, Mut zu haben, einen kleinen Schritt zu machen. Und diesen Mut zu haben, so wie ich den Mut im Laufe von 2010 bis jetzt immer mehr Mut bekommen habe, um meine Wahrheit zu leben. Schritt vor Schritt vor Schritt vor Schritt. Und wenn ich da stehen geblieben war, ich konnte damals nicht anders in 2009. Dann meine Intuition folge, tun, was mein Intuition meinte, was er tun müsste. So, das ist passiert. Ja, aber der Druck in mir war so enorm hoch, die war so zerstörend in mich geworden, dass da keine andere Wahl mehr möglich war. Und nachher war es immerhin noch notwendig, so kleine Schritte zu machen, sodass mein Mensch Danny immer mehr den Mut bekam, um seine komplette Wahrheit zu leben. Ja, und da brauchst du einfach manchmal Mut. Und diese Sendungen, die sind sehr einfach. Du bist auch angemeldet unter Hallo und nicht deinen eigenen Namen. Es ist sehr anonym. Du brauchst dich nicht anzumelden. So, du kannst immer die Bewegung dahin machen. Und auf dem Moment, dass es vorbei ist, kannst du dich wieder zurückziehen in dein sichere Umfeld. Und da bleiben. Macht das Sinn für dich? Oder rede ich jetzt Unsinn? Und du bemerkst schon, hallo, das ist, ja, macht Sinn, sagst du. Und du bemerkst schon, die erste kleine Schritt auf den Moment, dass ich nichts mehr mache, bist du am Ball. Ich bleib da. Und dieses Wissen bleibt fließen.
ob jetzt du das bist oder eine andere oder keine, es bleibt fließen. Und es ist jetzt an dich selber, um das zu holen. Ich würde es nicht von selber mehr rausbringen. Und du bemerkst da schon, wie das Ego-Struktur sich dann dazwischen funkt und sagt, ja, und mit Argumente kommt, um das nicht zu tun. Und gleichzeitig spürst du, da ist etwas, ja, da ist etwas. Und Eva lebt auch in dir. Eva ist diejenige, die in dir lebt, die dafür sorgt, dass du nach dem Baum gehst. Der Baum mit diesen Früchten. Da passiert was. So. Moni schreibt auf Facebook, was kann ich in den Chat rein? Ich fühle mich in Jeet wie zu Hause. So, jetzt kommt es für jede Zuhörer darauf an, die da Interesse daran hat, selber die Schritt zu machen. Und ich bleib da. Ich bleib da. Steht Ihnen quasi zur Verfügung, sodass dieser Fluss von der Ozean durchströmen kann. Ich komme es aber nicht mehr zu euch bringen. So, ich bin kein Feuerwehrmann, die jetzt mit einem Eimer Ozean zu euch kommt und sagt, ich komme mal hier, ich lösche mal bei euch das Feuer. Du kannst selber, jeder von euch kann selber die Schlauch holen, die Eimer holen und das Wissen wieder antapfen. So auch zum Beispiel, ich hatte letztes Jahr, habe ich öfter gesprochen von einem Buch. Das was irgendwo, was ich so erzähle, da habe ich gedacht, ich muss das aufschreiben. Und jedes Mal wieder, wenn ich angefangen war, das aufzuschreiben, dann bin ich gestockt. Das kam nichts. Dann war ein Hilfsmittel, um die JTV-Sendungen als Inspiration zu benutzen, sodass ich schreiben könnte. Funktionierte auch nicht. Ja, und Monate her fängt ich an zu Sabine unter anderem zu sagen, von weißt du, wo passt es nicht, ich kann es nicht aufschreiben, es passt nicht, es soll so einfach nicht sein. Und sie war ständig von, ja, aber das irgendwo sehe ich, dass das so ein Buch kommt und so weiter. Dass ich, okay, machen wir weiter. So, ich wieder versuche zu tippen und so weiter. Es ging nicht. Ich konnte es nicht aufschreiben. Ja, und so, ich habe vor Woche habe ich gesagt, weißt du was? Ich schreibe das Buch nicht. Da sind so viele Sendungen mittlerweile online. Da sind Leute da gewesen, die da bei Seminaren gewesen sind, bei Vorträgen und so weiter. Wenn das Buch da kommen soll, schreib es auf. Fass es in dein Wörter.
Macht ein Buch draus, nicht über Danny, aber über das, was da erzählt wird. Bringt es raus, bringt es unter die Leute. Ist nicht meine Aufgabe. Moni schreibt, vielleicht kommt das Buch plötzlich. Ja, vielleicht. Ich bemerke auf jeden Fall, dass jede Bewegung aus meinem Ego-System heraus, um das weiterzubringen, wird gestoppt. Und der Grund, warum das gestoppt geworden ist, ist, was ich am Anfang der Sendung auch angegeben hatte, erzählt habe, dass ich immer wieder spüre, dass wenn ich da mich selber als Danny mich involviert, dass der Klarheit und der Purheit von dieser Strömung, die da fließt, dass die vermischt wird mit Ego-Strukturen von mir selber heraus und dass es nicht quasi die Sache dient. Und deswegen lasse ich das jetzt auch los und gucke einfach, was passiert. Sabine schreibt, das Buch kommt und der Anfang ist gemacht. So, hallo, du bist jetzt sehr still und ruhig auf einmal. Was passiert bei dir? Brauchst kein Sorry zu sagen. Wie heißt der Text, den du suchst? Oder was war das Thema? Ja, okay, ich weiß, was du meinst. Ein Moment, ich hole das mal dazu. Das ist einer der Texte, wo ich da eben von gesprochen habe, die ich in der Anfangszeit geschrieben habe, dass es was ist. Was ist? Wenn du auf diesen Link klickst, dann bist du direkt auf diesen Text. Und diesen Text habe ich geschrieben in Anfang von 2010. Das war vor die Zeit, dass auf einmal diese Seminare explodierte, dass da auf einmal, weiß ich was alles da rundumhin passierte. Das war der Text, die ja, außerhalb Danny einfach kam, wobei noch kein andere Einflüsse von außerhalb involviert waren. Gerne.
Sind da noch Fragen? Oder etwas, was du unbedingt loswerden möchtest? Eine von euch, die zuschaut und vielleicht noch nicht angemeldet hat. Naja, wehmutig, dass du vor dich selber die Erinnerung nicht mehr erinnern kann, die Berührung damit. Und ich bleib Sende, nur nicht in diese Form auf diesen Moment. Ja, sende es eventuell noch. Nein, ich sage nicht bei JTV oder so. Ich habe keine andere Plattform oder was auch jetzt im Gedanke. Ich meine, wenn da wieder eine Sendung kommt, wird es wahrscheinlich JTV wieder sein. Ja, so, ne, ich meine, Sende kann auch auf andere Art und Weise sein. Zum Beispiel in so einem Abend wie 25. April bei Lotus Form oder ein Wochenende oder ein Tag. Ja, das ist auch eine Art von Sende. In dieser Art und Weise, um wirklich da selber dabei zu sein, in diese Erinnerung zu erfahren, richtig buchstäblich zu erfahren, das öffnet viel mehr die Tür zu dieses Erinnern dann bei den Sendungen. Die Sendungen sind quasi im Prälude. Das ist Vorkosten. Die Sendungen bringe dich wieder in Erinnerung, in Berührung mit dieses Wissen. Das Schritt selber mache, ist nicht so einfach mit dieses Medium. Diese Medium ist der Vorstufe vor das Öffnen der Tür. Und in diese andere Umfälle, ne, so wie Abende oder Tage, das ist auch Sende, und das meinte ich. Ja, genau. Ja, was Sabine auch schreibt, es ist intensive, weil viele gleichzeitig sind, sich gegenseitig helfen und unterstützen und das auch erfahren. Das Interessante ist auch, wenn ich mit einer Person alleine arbeite und du sitzt dabei im Kreis, hat das auch so einen Effekt. Du brauchst nicht unbedingt da diejenige zu sein, wo ich direkt sehr intensiv mitarbeite. Auch nur alleine dabei zu sein, zu gucken, hat einfach seinen Effekt, um diese Türe zu öffnen nach der Erinnerung. Du kannst dich selber auch die Frage stellen, hallo, wovor hast du Angst? Sabine schreibt, hatte eine gelbe Überstellung mit Danny, da ging es um weibliche Energie. Sie selber hat auch das Thema, traut sich aber nicht. Und durch die Arbeit mit der anderen Person ist gleichzeitig einiges bei ihr passiert und mit ihr. Ah, du hast keine Angst vor mir. Okay, wovor hast du dann Angst? Und Sabine schreibt, das ist ihr aber erst viel später erst wahrgenommen. Genau.
heute ist ihr das so klar geworden. Während wir sprachen mit Danny. Sie hat echt Mut bekommen. Etwas zu tun, was in ihr schon lange lebte, sie aber noch nicht so wahrgenommen hat. Durch die Gegenüberstellung, durch die andere Person fängt es bei ihr auch an. Die Details sind hier unwichtig. Ich wollte damit sagen, dass eben durch die Gegenüberstellung andere auch berührt werden. Ja, genau. So, die Arbeit von Yid mit JTV und den Sendungen, die er macht, ist ein sehr wichtiger Teil, weil was Yid macht, ist er, und das ist dann intensiv, schreibt Sabine noch, was Yid anbietet im Grunde ist diese wahnsinnige Verschiedenheit an Facetten, an Möglichkeiten, diese Erinnerung wieder anzustoßen. Ja, und ich bin nur einer davon. Und da sind viele bei JTV vorbeigekommen und würden noch kommen, die jeder seine eigene Art und Weise durch das Persönlichkeitsfilter von dieser Person das daraus bringt. Bei manchen ist es sehr klar, bei manchen ist das noch sehr verwoben mit Ego-Strukturen, bei anderen ist es nur noch Ego-Struktur in erster Instanz, aber fängt das andere auch an zu leben. Ja, du siehst alle Facetten von ja, diese Manifestation von das pure Wissen, die sind viele anwesend bei JTV. So, JT ist in diesem Sinn quasi Vorbote. Er bringt so Anstoße, sodass du die Möglichkeit hast oder dass die Menschen die Möglichkeit haben, wieder etwas zu finden, sodass die ihre eigene Erinnerung finden können. Und Danny für mich ist nur einer Weg. Es sind viele andere Wege, die da dich begleiten können. Wenn du dann keine Fragen oder Bemerkungen oder Sachen sind, die du unbedingt irgendwo loswerden möchtest, für diejenigen, die zugucken, dann würde ich langsam an diese Sendung für heute Abend abschließen. Und wie gesagt, es kann sein, ja, melde dich an, hallo, da kannst du in Ruhe rum. Stäube auf der Webseite in alle Infos da rausholen.
Da kommt noch eine Frage von Moni. Wie genau findet das intensivere statt, von dem du sprachst, dass du Veranstalter wolltest? In JET einfach um das tiefere Sprechen, nicht um Zahlen, Zinsen. Was meinst du genau, Moni? Wenn jemand noch Fragen hat, hallo, sie sitzt hier. Ah, Freundin. Ach, eine Freundin von Hallo ist auch gerade. Hallo, Freundin. Aber wie gesagt, hallo, wenn du dich anmeldest auf der Webseite, da findest du Sabine. Ich bin auch da. Du kannst mich auch da einen Bericht schicken. Ja, wenn es organisatorisch ist, wird Sabine das übernehmen. Ja. Kommt noch ein Text da. Oh, einmal was du veranstalten möchtest. Ja, Moni, das, was du organisierst für dich in Juni, war das, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, am Bodensee. Was da passiert, ist diese intensive Arbeit. Das bedeutet, dass wir zusammen die Weg gehen, diese Erinnerung zu aktivieren. Und das Einzige, was ich da tue, ist bei euch die Erinnerung wieder aktivieren. Und wenn die Erinnerung da ist, dann begleite ich eine Weile das in den Tag selber, um das einzugliedern, sodass dein Verstand das auch verstehen kann. Und das ist für uns als Menschen sehr intensive Ereignis. Ja? Sehr aufregend manchmal, sehr tiefgründig, kann auch als sehr liebevoll empfunden werden. Es geht tief. Und manchmal der Anlass, um in diese Tiefe da zu kommen, ist nicht unbedingt da irgendwo schwere Technik oder so. Es kann einfach sein, dass wenn ich mit einer Person arbeite, du guckst zu, paff, bist du auf einmal da. Oder ich arbeite mit dich alleine und öffne mich komplett für dich und spüre deine Energie, was in dir lebt, reflektiere das auf diese Art und Weise, dass dadurch etwas in dir berührt wird, wodurch diese Erinnerung wieder auch aktiviert wird. Das ist, was ich meine mit dieser intensiven Arbeit. Das heißt nicht, dass du da rumrennen, rumspringen und dass es auf diese intensiv wird. Ja? Das Zweite, was du geschrieben hast, Moni, dass es in jedem Tieferes geht als sonst in die Welt, und das ist gut. Ja, genau. Also ich sehe jetzt richtig als ein Enabler, also eine, die Möglichkeiten bietet, um die tiefere Seite, die andere Seite des Lebens zu erfahren. Und es sind einfach Sachen dabei, die dann passen, es sind Sachen dabei, die nicht passen. Meistens ist so, dass wenn du 100% hast, dass dann ein sehr kleiner Teil passt und ein ganz großes Teil nicht passt. Ja? Weil wir haben eine sehr eingeengte Art und Weise von Denken, Werten und Normen. Die engt uns sehr ein. Ja, so der Masse, die JET anbietet, von ja, alles, was du fast bedenken kannst, das ist sehr umfangreich und bietet viel Möglichkeit. Die Herausforderung für JET ist, weil es so umfangreich und divers ist, dass Leute das auch oft nicht verstehen. Und da auch wieder komische Reaktionen aufgeben können. Das ist nicht auf einfache Aufgabe, sondern da habe ich sehr viel Respekt vor. Sabine schreibt noch, intensiv kann man auch in die Tiefe gehen. Ja, ah ja, okay, das andere ist mir, ja, das stimmt. Ein anderes Wort davor, das ist, wir gehen dann mehr in die Tiefe damit. Und schreibt noch bei JET, passt bei mir sehr viel. Ja, das ist schön, wenn das so ist. Ja. Aber jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat seine eigenen Werte und Normenstruktur. Und die Werte und Normenstruktur ist eine sehr sinnvolle Geschichte, weil die bringen uns ein sicheres Umfeld. Ein sicheres Umfeld, wobei wir uns sicher fühlen. Und auf dem Moment, dass etwas außerhalb dieser Werte und Normenstruktur auf uns zukommt,
Da kann das bedeuten, dass wir uns unsicher fühlen. Und durch diese Unsicherheit gehen wir dann wieder schnell zurück in unser Wertenormensystem. Und lehnen oft damit dann alle Sachen ab, die nicht da reinpassen. Und das ist, was ich meinte mit der Herausforderung für Yid. Er bietet ganz viel an, aber bei Leuten ist es meistens in bestimmte Wertenormenstruktur. Und da sind viele Sachen, die dann nicht passen. Genau, Yid hat viel Geduld und Ausdauer. Ja, schreibt Hallo und das bewundere ich an Yid. Und trotzdem hat er eben seinen Humor. Ja, du kannst auch. Weißt du, der Humor ist auch sehr interessant, eh? Weil, wenn du selber an der Seite von deiner Sandkasten, von deinem Leben stehst und zuguckst, was du machst da, ich kann dich versprechen, du lachst dich manchmal tot. Wenn du guckst, nach was du selber alle veranstaltet in der Sandkaste von deinem Leben und was du da alle machst und tust und du nimmst das wahr, du kannst dich manchmal in die Hose pissen vom Lachen. Das ist wirklich um zu beömmeln. Was da alle vor Verkrampfungen ablaufen, was da alles passiert. Und in diesem Sinn, ja, kannst du da sehr viel Spaß daran haben. Obwohl du selber dann, als ich Danny zum Beispiel, dann auf diesen Moment gar nicht das Gefühl haben kann, von das macht mir Spaß. Du wirst vielleicht sogar noch sauer sein, dass wenn dir dein Beobachter, die da steht, und dich da in die Sandkaste wahrnimmt, wo du gerade total in Wut bist, ja, dann anfängt er zu lachen und sagt nach, ja, das ist nur die Sandkaste. Aber du bist da voll in involviert. Ja. Sondern in diesem Sinne ist es dann auch gut, dass wir auf so einen Moment nicht erinnern. Hi, Verena, kommst du auch noch dazu? Ja, lieber spät als nie. Moni schreibt, sollen wir uns statt über Internet mal alle so eine Stunde wohl treffen? Ist eine gute Idee. Nur du wohnst in Süddeutschland, ich in Norddeutschland. Wir sind verspreitet über ganz Deutschland, glaube ich. Ich denke, dass wir, wenn wir so etwas tun, ja, zum Beispiel bei dich da im Bodensee, dass wir uns da dann treffen, und da tatsächlich in die Tiefe gehen, durch mehr Zeit zu nehmen, dann nur eine Stunde, aber dann die Gelegenheit auch benutze, um zu sagen, okay, jetzt öffne ich die Tür nach meinem pures Bewusstsein. Jetzt öffne ich die Tür, jetzt esse ich diese Frucht vom der Baum des Wissens. Jetzt bin ich bereit, um ein Leben zu führen, Leben zu machen, zu gestalten, wobei ich Danny bin und bleibe, wie ich bin und gleichzeitig zuschauen kann. Ja, vor einer Stunde, ja, ist das eine sehr schwierige Geschichte. Genau. So, vor einer Stunde. Wäre ein bisschen schwer, ein bisschen kompliziert, aber wenn wir einen Tag daraus machen, das ist schon möglich. Hallo, ich auch. Nein, ich sehe dich nicht, Verena.
Okay. Dann möchte ich Jeet herzlich danken für seine Geduld mit mich, dass ich manchmal Termine nicht wahrgenommen habe, die geplant waren, weil ich dann auf einmal krank war oder was auch immer das passiert war. Oder ich seine ganze Videobibliothek durcheinander geschmissen habe, wegen dass ich versucht habe, ein Programm von Livestream-Video zu benutzen. Und wir würden uns sicher wieder treffen online, das bin ich mir sicher von, bei JTV, irgendwo anders. Und ja, dann verabschiede ich mich erstmal vorübergehend jetzt. Videos bleiben, wie gesagt, online. Dauert eine Weile, bevor sie alle von YouTube in der Website übergeladen sind. Aber wir kommen dann wieder da. Alles Gute, schreibt Moni. Ich weiß, was du da schreibst, Moni. Ich sehe da auch die Schwierigkeiten. Das wird der Rahmen von der Sendung überhaupt sprengen. So, das ist ein Thema, was ja irgendwo anders passt. Ja, ich danke dich auch, hallo, dass du oft dabei warst und sehr viele gute Fragen gestellt hast, weil dann kann das fließen und das ist toll. Und wie gesagt, ich bin mir sicher, das ist kein Ende, das ist nur jetzt ein vorübergehender Stopp. Und ja, wie gesagt, ich danke euch alle und bis zum nächsten Mal. Und dann verabschiede ich mich jetzt echt. Dann sage ich tschüss, tschüss und hallo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Winky, winky.